Hallo ihr Lieben, ihr habt euch gewünscht nochmal die Vorgehensweise für so eine Tasse, dass man das mit den Stempeln selber fertig machen kann. Diese und diese habe ich ja auch gezeigt, die hat von beiden Seiten halt einen Schneemann. Und ich wollte euch das einmal ganz schnell zeigen, wie man das genau macht. Und zwar habe ich auch ganz normal gestempelt, das ist ja meine Lieblingsfarbe und mein Lieblingsstempelset. Da habe ich halt Sterne und die beiden Tierchen. Die habe ich mit den Six-Stiften und dem Wassertankpinsel koloriert. So, dann habe ich sie ganz grob ausgeschnitten, auf meinen Druckerscanner gelegt. So, und habe dann dieses Papier mit der glatten Seite soll bedruckt werden. Ich muss es dann also so reinlegen, dass die glatte Seite unten ist, dass auf die Scanner, ich habe so einen Kopierer-Scanner-Drucker, habe die auf den raufgelegt, sodass das eben halt gescannt oder auch kopiert oder gedruckt, also kopiert wird. Habe dann eins von diesen DIN A4 Blättern reingelegt und habe dann hier oben, sieht man das ja, habe ich sie so hingelegt und habe gesagt, ich kopiere mir das einmal. Dann ist das hier rausgekommen. So als Ganzes. Und da ich aber ja nicht mit dem Klarlackspray mir diese Seite auch noch versauen möchte, weil mein Drucker, der nimmt auch so halbe Seiten. Da könnte ich jetzt nochmal zwei, drei Motive machen, nochmal reinlegen. Und dann habe ich nochmal was, weil es jetzt angefangen ist, dieses Blatt Papier. Das ist Wasserschiebefolie, glaube ich, nennt man die. Die kann man bei Amazon bestellen. Und das habe ich, wie gesagt, ausgedruckt, abgeschnitten. Dann bin ich nach unten auf die Terrasse gegangen mit einem leeren Karton. Habe es da reingelegt, habe geschüttelt, dieses Klarlackspray, und habe es großzügig schön eingesprüht. Dann habe ich es trocknen lassen. Und jetzt ist es der Zustand, der ist jetzt, also die sind jetzt getrocknet. Das ist jetzt getrocknet und jetzt gehe ich einfach nur mit der Schere bei. Und noch schön warm und da würde ich jetzt die Motive so rum erstmal reinlegen, ein bisschen festhalten. Hier ist die Tasse auch schon. Und wirklich nur eins nach dem anderen die Motive machen, weil sonst sind sie gleichzeitig fertig und dann kriegt man das nachher nicht mehr so gut auf die Tasse rauf. Und wenn das jetzt gerade ist, kann man es auch so rumdrehen und dann sieht man das ja, wenn sich das löst. Jetzt überlege ich gerade, wo ich das Motiv hinmache. Der soll nach da gucken. Ich werde es hier rauflegen. So, da sieht man das schon. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Es löst sich und dann muss man wirklich vorsichtig das rausziehen. Habt ihr das gesehen? Ich hoffe, ihr habt es gesehen. So. Man kann es abstupfen, das Wasser, ne? Aber damit mir diese Folie nicht so verschiebt immer hin und her und vielleicht noch doppelt und dreifach liegt, mache ich das so, dass ich lieber im Backofen 5 Minuten länger das drin lasse. Weil die Folie ist jetzt schön glatt und es wäre jetzt echt blöd, wenn ich anfange hin und her zu schieben und dann ist sie nachher nicht mehr so glatt. Und das hatte ich bei dem einen Schneemann hier auch. Dann ist das auf einmal so, dass da der Rand überlappt. Und dann kriegt man das, die reißt dann relativ zügig und jetzt sieht man das wieder. Das ist gelöst. So, jetzt muss ich vorsichtig einmal, hier möchte ich das Motiv hin haben und ich bin halt Rechtshänderin, also fasse ich es hier links, halte ich kurz fest und so, das war jetzt das. Okay, jetzt haben wir hier das Motiv, hier sieht man auch, da war eben eine Falte drin, man muss schon, ne, weil sonst wird das nachher so mitgebacken, das sieht nicht so schön aus. So. Man kann mit so einem Radiergummi ganz vorsichtig versuchen, das Wasser rauszubekommen. Man kann auch ein Tuch nehmen, aber da ist die Gefahr halt sehr groß, dass man hängen bleibt.
Oh Gott, könnte das überhaupt sein? Entschuldigung. So, das eine und das andere Motiv, die beiden sind jetzt da. Das Wasser läuft raus. Ich stelle das nochmal hin, weil ich möchte, wenn ich jetzt die Tasse schon mache, möchte ich noch ein paar Sterne drumherum machen. Und auch die Sterne würde ich zeitversetzt, also hintereinander wegmachen. Und nicht alle gleichzeitig, weil das schafft man ja nicht. Ihr habt ja gesehen, es ist ja gar nicht so einfach, immer die Sachen da so rauf zu bekommen. Oh, könnt ihr das sehen? Der Stern hat sich gelöst. So, jetzt komm mal. So, halte ich hier wieder fest und da ist jetzt der Stern. So, der andere Stern ist bestimmt dann auch schon fertig. Den packe ich hier hin. Hier ist noch ein bisschen Platz. Oh, oh, oh. So. Wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dann ist das auch nicht mehr schlimm. Zum Beispiel das, was ich euch jetzt zeige mit diesem Druckerpapier, mit dieser Wasserschiebefolie, das habe ich vorher auch nicht gewusst. Und habe gleich einen ganzen Bogen versaut. Also ich hatte ja wenigstens schon mal für die Rentiere und auch für den Schneemann. Ich habe also zwei Tassen gemacht. Das lohnt sich mehr, wenn man das für zwei Tassen oder vier Tassen macht, ne? Oder wenn ihr so einen Drucker habt, wie ich halt auch, dass ihr dann noch Reste reinschieben könnt, dass er das da noch nimmt. So. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob man darauf, nee, es ist eine glatte Oberfläche, ob man darauf auch stempeln kann. Kann ja noch mal jemand ausprobieren, wer Lust hat. So, die zwei Sterne müssen noch rauf. So, der müsste fertig sein. Der kommt hierher, wieder festhalten und gleichzeitig runterziehen. Ah, oh. Der Stern, der ist hinüber. Könnt ihr das sehen? Denn da war ich eben im Tuch drauf, habe nicht dran gedacht. Den hatte ich mir gerade runtergezogen. Den hat es erwischt. Okay, dann gucken wir nochmal. Hier wieder festhalten auf der einen Seite, wenn das dann geht. Auf der anderen Seite ziehen. So. Und wollen auch noch einen. Machen wir hier noch einen hin. So. Okay. So. Ich mache ganz, 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 ganz vorsichtig nur die Tropfen ab. Und lasse die Folie, wenn die Motive mir so gefallen, am besten in Ruhe. Und dann wird er jetzt so im Backofen reingestellt bei 110 Grad. Und ich mache dann 25 Minuten, damit das dann auch wirklich durch die Feuchtigkeit, mache ich das halt ein bisschen länger. Gut, ich bringe die Tasse jetzt einmal im Backofen, mache den Backofen an und dann zeige ich euch gleich, wie die fertige Tasse aussieht. Bis gleich! So, da bin ich wieder. Und die ist noch ganz warm, die Tasse. Und so sieht sie dann aus. Hier habe ich ein bisschen gepütschert anscheinend. so. So, das ist jetzt meine Tasse. Richtig schön warm, herrlich. Die ich eben halt mit meinen Lieblingen gemacht habe. Ja, und das sind die anderen beiden Tassen noch dazu. So schnell geht das und ganz einfach eigentlich, wenn man die richtigen Materialien dabei hat. Falls da noch Fragen sind, könnt ihr gerne im Kommentar oder wie auch immer mich erreichen. Dann versuche ich euch die Fragen zu beantworten. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut!